Bitte. Ja, guten Morgen nochmal. Ich möchte über Luftbilder sprechen und die Verwendung in OpenStreetMap. Ja, mein Arbeitsmittel, das wichtigste Arbeitsmittel ist ein kleines Flugzeug. Vielleicht kurz, wie ich zur Fliegerei gekommen bin. Ich hatte vor einiger Zeit, für ein paar Jahre, ein Projekt in Bonn, an dem ich beteiligt war. Und ja, ich wohne in Cottbus, habe dort meine Familie, mein Haus und musste nun irgendwie die Heimreise am Wochenende organisieren und sich am Großteil des Wochenendes auf der Autobahn zu bewegen und im Stau zu stehen. Das ist auch nicht das, was man so wirklich, womit man glücklich werden kann. Deswegen habe ich dann ja eine Pilotenlizenz erworben, Pilotenausbildung absolviert und mir ein kleines Flugzeug angeschafft. Ja, mein Job in Bonn ist inzwischen ausgelaufen, aber meine Lizenz habe ich natürlich nach wie vor noch und das Flugzeug habe ich auch noch behalten. Ja, wie gesagt, ein kleines Flugzeug, Piper 28, fliegt etwa 200 Stundenkilometer, verbraucht 30 Liter pro Stunde. Ja, und seit 2007 engagiere ich mich für OpenStreetMap und da ist es ja irgendwann dann durchaus naheliegend, dass man das beides verbindet. Ich habe mir dann eine kleine Kompaktkamera angeschafft, eine Kamera, bei der man Intervallaufnahmen einstellen kann. Man kann da einstellen, dass alle 5 Sekunden eine Aufnahme automatisch gemacht wird und das so lange, wie der 6 GB Speicher reicht oder der Akku der Kamera reicht oder aber, bis ich dann nach der Landung die Kamera wieder abschalte. Ja, das dritte Mittel, was ich dann habe, ist natürlich ein GPS-Empfänger. Das ist in der Privatfliegerei heutzutage gang und gäbe. Und so ein Empfänger zeigt natürlich auch den Dreck auf. Vielleicht vorher nochmal möchte ich zwei Missverständnisse zu sprechen kommen, die es da so gibt, nämlich erstens, Fliegerei ist teuer. Ja, das ist eigentlich kein Missverständnis, sondern das ist tatsächlich so. Aber es muss nicht unbedingt so teuer sein, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wenn man sich ein neues Flugzeug kaufen will, dann muss man so an die 200.000 Euro in die Hand nehmen und ja, hat dann genauso wie beim Auto auch zunächst mal einen gewissen Anfangswert, einen Wert, der mit zunehmender Abschreibung abfällt. Ich habe mal hier die Linie aufgezeichnet, fortsetzende gestrichelte Linie, sowas kennt man beim Auto. Irgendwann ist der Wert des Autos so gering geworden, dass er die Nulllinie durchschreitet und man hat bloß noch die Entsorgungskosten für das Auto. Das ist beim Flugzeug nicht ganz so. Ein Flugzeug besteht aus Aluminium, ein sehr beständiges Material und prinzipiell kann so ein Flugzeug viele Jahrzehnte existieren. Es gibt ein paar Bauteile oder eine ganze Menge Bauteile, die zeitbegrenzt sind, die nach einer gewissen Zeit je nach Vorschrift ausgewechselt werden müssen. Das teuerste Element an dem Flugzeug ist das Triebwerk. Es hat eine Laufzeit von 2000 Stunden. 2000 Stunden hört sich zunächst mal nicht viel an, aber wenn man das mal beim Auto ausrechnet, da kommt man auch auf 10 Jahre etwa, die so ein Motor braucht, um 2000 Betriebsstunden zu haben. Ähnlich ist es beim Flugzeug. Ja, dann muss man eine Generalreparatur des Triebwerks durchführen lassen, kostet etwa 15.000 Dollar. Und damit steigt also der Wert des Flugzeuges wieder und man kann das wieder lange Jahre benutzen. Und so pegelt sich dann ein, dass man einen gewissen Marktwert hat, der in dieser Art und Weise etwas schwankt, je nachdem wie die Laufzeit des Motors ist, der da eingebaut ist und den man mit seinem Flugzeug verkaufen will. Es pegelt sich da ein gewisser Restwert ein. Das Flugzeug, was hier vorne gerade zu sehen war, das ist Baujahr 1969, also über 40 Jahre alt und man kann das sehr sicher ohne Probleme benutzen. Ein Grund, warum diese Kurve nicht gegen Null geht, wie bei Autos üblich, liegt wohl auch daran, wenn ich heute eine neue Cessna oder neue Piper kaufe, dann kaufe ich ziemlich genau die gleiche Konstruktion, die vor 50 Jahren schon hergestellt worden ist. Da hat es so gut wie keine Entwicklung gegeben.
Entwicklung hat es gegeben bei der Instrumentierung. Die ist inzwischen dem modernen Stand der Technik angepasst. Aber die eigentliche Konstruktion des Flugzeuges ist gleich geblieben. Es gibt ein paar oder eine Firma oder wenige Firmen, die da modernere Flugzeuge herstellen aus Carbontechnik, die ja, wobei letzten Endes die Kurve dort genauso verläuft, vielleicht auf etwas höherem Preisniveau. Ja, aber ja, wie gesagt, wenn man sich ein gebrauchtes Flugzeug kauft, muss das nicht so teuer sein. Also es ist nicht so, ganz so exotisch. Ja, ein zweites Missverständnis, was mir öfter mal begegnet, wenn die Rede drauf kommt, dass ich fliege, da sagt man, oh toll, du fliegst. Fliegst du denn auch Loopings und kannst du auf dem Rücken fliegen und fliegst du durch Brücken hindurch und wie schmal darf die Brücke sein, durch die du hindurch fliegst? Kann man nur sagen darauf, bei der Fliegerei gilt das Motto Safety First. Kein verantwortungsvoller Pilot wird sich selbst, dem Flugzeug oder auch vielleicht Passagiere, die mit sind, irgendwelchen zusätzlichen Risiken aussetzen. Bei der Fliegerei geht es nur darum, vorauszuschauen, was passieren könnte, sich auf die Situation einzustellen. Es gibt ja auch so Sprüche, man soll niemals zulassen, dass man von seinem Flugzeug zu einem Punkt mitgenommen wird, zu dem man nicht vorher schon, 10 Minuten vorher schon geistig gewesen ist. Wie gesagt, Vorausdenken und ordentliche Flugplanung ist bei der Fliegerei das A und O. Ja, warum bin ich darauf gekommen, Luftbilder zu fotografieren? Man hat ja verschiedene Dienste. Google bietet Luftbilder an. Verschiedene kommerzielle Anbieter in den Ländern oder die Administrationen in Ländern bieten Luftbilder an. Aber alle diese Luftbilder dürfen nicht verwendet werden aus lizenzrechtlichen Gründen. Eine Ausnahme ist Bing seit nicht allzu langer Zeit. Dass wir die benutzen können, ist eine große Ausnahme. Aber dazu kommt auch noch, dass viele dieser vorhandenen Luftbilder nicht mehr allzu aktuell sind. Ich habe mal die offiziellen behördlichen Luftbilder von Brandenburg mal verglichen mit meinen Luftbildern und es ist erstaunlich, wie schnell sich die Landschaft verändert, wie schnell Häuser verschwinden und neue entstehen, neue Straßen entstehen. Insofern ist es schon gut, trotzdem aktuelle Bilder zum Ziel zu haben. Ja, und zum Zweiten, es gibt ja kommerzielle Anbieter, man kann Luftbilder kaufen, aber ja, die sind nicht ganz billig. Und es ist ja auch so, dass da erheblicher Aufwand betrieben werden muss bei kommerziellen Anbietern oder auch betrieben wird. Ich habe mir das Ziel gestellt, wenn ich sowieso unterwegs bin, dann schraube ich mir eine Kamera an das Flugzeug und mache nebenbei Fotos und gehe davon aus, dass ich wesentlichen weiteren Zusatzkosten habe. Die Qualität ist sicherlich nicht so gut wie bei kommerziellen Anbietern, aber ich denke, man kann das so machen, dass man für OSM eine ausreichende Qualität hat. Ja, da gibt es natürlich auch einige Herausforderungen. Das erste Mal, als ich die Kamera befestigt hatte und Aufnahmen gemacht habe, war ich hinterher außerordentlich enttäuscht, weil die Motorschwingungen sich auf die Kamera übertragen haben und die Bilder völlig unbrauchbar waren, es kaum irgendwas zu erkennen war. Ich habe dann allerhand Aufwand betrieben, um durch Dämpfungsmittel und durch zusätzliche Gewichte die Kamera so zu stabilisieren, dass halbwegs brauchbare Bilder entstehen. So ganz gut war das oftmals nicht. Manchmal übertragen sich doch wieder mal Schwingungen auf die Kamera, dass ab und zu mal eines der 5-Sekunden-Bilder unscharf ist. Aber ja, allmählich, in letzter Zeit, im letzten halben Jahr, hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Inzwischen sind auch erhebliche Datenmengen entstanden. Über 10.000 Fotos stehen inzwischen zur Verfügung. Ja, die Fotos habe ich, weil es unmöglich ist, die Fotos natürlich alle selbst zu bearbeiten, habe ich die im Internet veröffentlicht, in der Hoffnung, dass sich Mitstreiter finden, die die Fotos verwenden und zum Mappen für OSM verwenden. Ja, kurz mal möchte ich darauf eingehen, wie man nun mit den Bildern umgehen kann. Ich habe jetzt vor längerer Zeit auch begonnen, die Geotags in die Bilder hineinzuschreiben, wie man das ja auch bei allen privaten Aufnahmen sonst machen kann. Ich habe ja,
während des Fluges das GPS-System mitlaufen. Das GPS-System zeichnet im Sekundentakt die Position auf und die steht mir anschließend als Track zur Verfügung. Und ja, die Track-Informationen sind mit Zeitinformationen versehen. Die Bilder, die ich aufnehme, sind genauso mit Zeitinformationen versehen. Meine Kamera läuft üblicherweise auf Basis von UTC, genauso wie das GPS-System, sodass es da eigentlich nur wenige Sekunden Zeitunterschied gibt zwischen den Bildern und zwischen den Track-Aufzeichnungen. Und da gibt es so schöne Tools wie zum Beispiel das Programm Prune, ein Java-Programm, man braucht also ein JDE, um damit arbeiten zu können. Man kann, oder ich habe hier in dem Beispiel jetzt den Track, der aufgezeichnet worden ist, dem Programm bekannt gemacht. Man sieht hier diese blaue Punktlinie, das ist genau die Strecke, die ich dort geflogen bin. Jeder Punkt ist eine Positionsbestimmung des GPS-Systems. Und gleichzeitig kann man jetzt diesem Programm die ganze Menge an Bildern, die während des Fluges entstanden ist, bekannt geben. Sinnvollerweise sollte man dann sich ein charakteristisches Bild heraussuchen. Ist hier oben etwas undeutlich zu sehen. Das ist jetzt eine Aufnahme von Schwedt. Und im Fadenkreuz hier in der Grafik, in der Karte, ist ein Punkt zu sehen. Und ich habe jetzt diesen charakteristischen Punkt herausgesucht und gleichzeitig auch die Karte dort dargestellt. Und mit ein paar Mausklick kann man dann die Track-Information mit diesem Bild kombinieren und anschließend die Zeitdifferenz, die dort ermittelt wurde, auf alle anderen Bilder übertragen, sodass man mit wenigen Mausklick dann die gesamten Bilder, die man bei dieser Session gemacht hat, mit den Track-Informationen in Verbindung bringen kann. Man kann dann auch die Ortsinformationen zurückschreiben in die Bilder. Ist nicht ganz offensichtlich, wo die Informationen hingeschrieben werden. Man kann das dann prüfen mit zum Beispiel Irfan View. Hier habe ich mal eines der mit Tech-Informationen versehene Bilder in Irfan View aufgerufen. Man kann hier die Eigenschaften sich anzeigen lassen. Und in den Eigenschaften gibt es hier diese Taste Ex-Info. In dem Ex-Info-Bereich werden dann diese Geokoordinaten eingetragen. Man sieht hier, die Latitude ist vorhanden, die Longitude und auch die Höhe über dem Geoid von GPS, was im Wesentlichen wohl einigermaßen übereinstimmt mit Middle Sea Level. Ja, insofern kann man die Informationen, wo das Foto gemacht worden ist, wo der Kamerastandpunkt war, während der Aufnahme in den Bildern verankern. Ist für die zum Ordnung halten ganz angenehm, man weiß, wo das Ganze ist. Aber man hat natürlich damit noch keine georeferenzierten Bilder, die man für OpenStreetMap verwenden kann. Bevor man das tun kann, muss man die Bilder entfernen und georeferenzieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Tools, die im Internet angeboten werden. Hier zum Beispiel Warper Geosyncs ist eine solche Stelle. Es gibt noch verschiedene andere. Metacarta ist eine Adresse, die man sich suchen kann. Oder aber auch, man kann Quantum GIS einsetzen auf dem eigenen Desktop-Rechner und dort kann man genauso gut die Georeferenzierung durchführen. Das Ganze funktioniert so. Einen Pointer haben wir hier nicht. Dass man in dem Foto an charakteristischen Stellen, hier oben sieht man eine 1, einen Marker mit einer 1, habe ich auf diese Kreuzung dort gesetzt. Und rechts in der OpenStreetMap-Karte, die hier dargestellt wird, muss man die entsprechende Stelle suchen und dort den Referenzpunkt in der Karte setzen. Dann weiter muss man sich weitere charakteristische Punkte setzen und sowohl im Foto als auch in der Karte jeweils den zugehörigen Punkt suchen und markieren. Sobald er mehr als drei solche Punkte markiert hat, zeigt das Tool auch den Fehler an. Das Problem ist ja, dass die OpenStreetMap-Daten
nicht so exakt sind. Sie sind ja mit dem GPS-System allgemein aufgenommen worden und haben Abweichungen von Metern. Manchmal auch kommt es vor, habe ich schon festgestellt, 50 Meter. Problem ist, dass man versuchen muss, die Referenzen so zu finden, die vertrauenswürdig sind. Und die Referenzen, die offenbar fehlerhaft sind, weglassen. Ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, das entsprechend abzuschätzen, was vertrauenswürdig ist und was nicht. Insofern ist die Methode, die Bilder auf die Art und Weise zu entzerren, auch nicht so ganz einfach und ganz trivial. Man kann da verschiedene Algorithmen anwenden. Da hat man verschiedene Algorithmen zur Auswahl, die man anwenden kann, um dann anschließend die Entzerrung vornehmen zu lassen. Ja, wobei das alles nicht ganz so ideal ist. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar gibt es für GOSM ein Plugin, PicLayer. Dieses Plugin benutzt man so, dass man zunächst mal von dem betreffenden Bereich die OSM-Daten laden muss, sodass die im GOSM dargestellt werden. Dann kann man über ein ja, im Menüpunkt PicLayer, den man dort oben sieht, hoffe man sieht es, die Bilder, das Bild, was man verarbeiten will, hinzufügen. Und sofern es schon eine Kalibrierungsdatei für dieses Bild gibt, kann man dann diese Kalibrierungsdatei einlesen und das Bild automatisch an der richtigen Stelle positioniert. Wenn man solche Kalibrierungsdatei noch nicht hat, dann hat man hier am linken Rand eine Reihe von zusätzlichen Buttons, die von PicLayer geliefert werden. Ganz oben, ja, das hier, diese Reihe hier, ein Button zum Zusammenschieben und Vergrößern des Bildes, ein weiteres Button zum Drehen des Bildes und, ja, und Button zum Verschieben innerhalb der Landschaft. Der Vorteil dieses Bildes, dieses PicLayers, ist, dass man klar und deutlich sieht, wo Ungenauigkeiten in OpenStreetMap sind. Man kann dann viel besser als bei dem Metacarta die vertrauenswürdigen Referenzen heraussuchen. Das geht, wie gesagt, mir ist dieses PicLayer-Plugin sehr sympathisch, weil man eben dort Übersicht hat, was dort passiert und wo man Referenzen setzen kann. Ich habe hier noch ein weiteres Problem, was dabei natürlich auftritt. Ich habe hier eine Aufnahme von der Sächsischen Schweiz. Die Basteibrücke ist hier zu sehen, leider etwas unscharf. Damals war die Beleuchtung nicht ganz so gut. Man sieht hier, dass die Basteibrücke recht gut referenziert ist. Auch die Gebäude, die links zu sehen sind, sind gut positioniert. Das war in OSM schon vorhanden und ist nicht von mir gesetzt worden. Ja, aber hier unten sieht man den Bereich, wo die Elbe fließt und die OSM-Daten, die hier getaggt worden sind, weichen erheblich von dem Verlauf der Elbe ab. Auch der Radweg, der dort in der Nähe ist, der ist offenbar völlig falsch. Ja, erstmals hatte ich vermutet, dass die OSM-Daten falsch sind, aber Ursache ist, dass die Basteibrücke etwa 200 Meter höher liegt als die Elbe und der Kamerastandpunkt war etwa in 1200 Meter Höhe. Man kann das PicLayer-Bild entweder auf die Höhenlage der Basteibrücke justieren, dann ist die Elbe völlig deplatziert oder man justiert auf die Elbehöhe. Und ja, das ist aber ein grundsätzliches Problem, wie haben wir so dargestellt. Auch mit dem Map Warper, was ich vorhin gerade vorgestellt habe, wo dann entzerrt werden kann, habe ich keine Chance, solche Probleme richtig entzerren zu können. Ich kann gar nicht so viele Referenzpunkte setzen, um dem Entzerrungstool mitzuteilen, dass das hier eine ganz andere Ebene ist als diese Ebene dort oben. Müsste ja stufenweise entzerrt werden und das scheinen diese Tools auch nicht leisten zu können. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass es solche Möglichkeiten gibt. Ja, das ist also ein Problem, was man hat. Die kommerziellen Anbieter, so habe ich gehört, wenden Fotogrammetrie an. Das heißt, dort wird die Szene von verschiedenen
Standpunkten aus fotografiert. Wenn man also mit dem Flugzeug vorbeifliegt, hat man ja nacheinander mehrere Fotos von der gleichen Gegend, die überlappen. Und mit einem entsprechend komplizierten Algorithmus, der mir nicht zur Verfügung steht, kann man dann ein Höhenmodell dieser Landschaft erarbeiten lassen und ja, damit exaktere Referenzen erzeugen. Mir ist nicht bekannt, dass es da irgendwelche Open-Source-Software gibt, freie Software oder Open-Source-Software. Das, was an Software vorhanden ist, ist wohl ja, recht teuer. Zu teuer, dass ich das nicht bezahlen möchte. Ist die Frage, ob jemand sowas kennt, ob man solche Dinge besorgen kann, ist für mich eine offene Frage. Der gegenwärtige Stand zurzeit ist, dass, wie ich schon gesagt, 10.000 Fotos vorhanden sind, zum Teil mit Geotags versehen. Dann gibt es sehr viele Fotos, die mit Kalibrierungsdaten für Picklayer versehen sind. Da gilt mein Dank an den User Lutz aus Torgau, der da sehr viel an Kalibrierungsdaten beigetragen hat. Es gibt auch schon einige regionale WMS, wo die Georeferenz recht gut ist. Da hat der Tobias Wendorf aus Dortmund sehr gute Arbeit geleistet. Möchte mich auch dafür bedanken. Und insbesondere von Görlitz gibt es ein WMS, was wohl recht genau positioniert ist. Ja, dann gibt es eine Menge an Unbekannten, die offenbar die Bilder verwendet haben, schon zum Mappen für OSM. Leider habe ich keine Informationen darüber, wer das ist und wie viel das sind. Ja, die Bilder selbst sind hier zu finden unter dieser Webadresse. Martin Dornfelder ist das Pseudonym, was ich in OSM verwende. Ich glaube, es stand eine Flasche Rotwein vor mir, als ich den Namen erfunden habe. Ja, warum halte ich diesen Vortrag? Ich möchte dafür werben, dass sich andere User finden, die die Fotos verwenden und zum Mappen für OSM verwenden. Ja, und vielleicht finde ich auch Fachleute, die sich der Sache annehmen können zur Bewältigung der Datenmengen, vielleicht auch zur Frage der Fotogrammetrie, um qualifiziert die Fotos auswerten zu können. So viel zunächst mal. Vielen Dank, Holger, für den Vortrag. Haben wir Fragen aus dem Publikum? Spontan, ja. Aber vielleicht stelle ich erst kurz eine, die mir gerade so aufgefallen ist. Was ich mir jetzt gerade ein bisschen schwierig vorstelle, ist, wie kann ich mir die Genauigkeit von den Bildern vorstellen? Ist das vergleichbar mit den Bing-Bildern? Sind die Bilder, die man mit dem Flugzeug machen kann, besser oder schlechter von der Auflösung her? Ja, da hat man natürlich eine breite Bandbreite. Man kann in verschiedenen Höhen fliegen. Ich fliege meistens so in 1200 Meter Höhe. Das ist dann ein Kompromiss zur Genauigkeit und Detailliertheit der Bilder. Andererseits möchte ich ja möglichst große Fläche aufnehmen, um ja, auch kostengünstig Fotos machen zu können. Wenn man genauere Bilder haben will, kann man tiefer fliegen, hat natürlich einen schmalen Ausschnitt bloß. Ja, ich denke, ich habe versucht, ja, einen Kompromiss zu schließen zur Genauigkeit. Ist sicherlich nicht so genau. Also ist genauer als Google Maps, ist auch sicherlich genauer als Bing, vor allem auch aktueller als die Daten, die da verfügbar sind, aber ist sicherlich nicht so genau wie die 10 cm DOPS, die dann die Landesanstalten zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, ich versuche ja einen Kompromiss zu schließen und da kostengünstig Bilder bereitstellen zu können. Okay, also als Idee vielleicht, weil man es auf der Mailingliste ab und zu immer mal liest, dass es auch ein Thema wäre, Luftbilder zu kaufen, könnte man ja auch überlegen, dass man anstatt Luftbilder kauft, vielleicht Geld für Sprit sammelt und dann. Ja, Luftbilder in JOSM referenzieren. Das ist natürlich eine Sache, ich habe das selber schon gemacht mit freigegebenen Luftbildern meiner Gemeinde. Die sind für mich freigegeben. Und man muss dabei sagen, pro Bild 10 Minuten bis eine Viertelstunde Referenzierungsaufwand. Und wenn man, damals war es noch bei mir noch so, unter Windows arbeitet, stürzt dann der Rechner ab. Und
Es gibt in JOSM keine Möglichkeit, diese Daten zu speichern. Dass man sagt, diese Konfiguration möchte ich mir jetzt speichern, da gibt es keine Möglichkeit. Es ist eine furchtbare Fieselarbeit. Und das ist eigentlich nicht so optimal gelöst dabei. Also das nur als sage, also JOSM ist da schon immer mit Vorsicht zu genießen. Man muss eine Menge Zeit mitbringen. Also bei PicLayer hat man die Möglichkeit, die Kalibrierungsdaten zu speichern. Wenn man das Bild einmal positioniert hat, an der richtigen Stelle, ist ein Mausklick, um die Daten, die Kalibrierungsdaten in eine Datei abzulegen. Und ja, kann das sowohl das Bild als auch die Kalibrierungsdaten wiederverwenden. Bei Metacarta ist es auch so, dass dort in dem System die Bilder gespeichert werden und man kann sie später auch wieder abrufen. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo diese Bilder zur Verfügung stehen, so GPX-Tracks, wo geflogen wurde, dass ich sage, okay, da ist ein Teil meiner Region dabei und ich kann diese Region Bilder finden? Das ist natürlich auch das Problem, dass ich nicht flächendeckend über Deutschland fliegen möchte und alle Bilder aufnehmen kann. Die Bilder, die zur Verfügung stehen, sind dort aufgenommen worden, wo ich lang geflogen bin. Das war mal eine Tour nach Heringsdorf oder mal über Görlitz oder auch über Dresden. Ja, insofern ist das eine beschränkte Auswahl, aber es liegt auch daran, dass ich nicht beliebig viel Geld für Sprit ausgeben will, um über Deutschland zu fliegen. Ich bekomme auch manchmal per Mail Anforderungen, dass jemand doch gerne mal diese oder jene Ortschaft überflogen haben möchte. Ja, aber ich halte es eben so, dass ich das als Nebeneffekt nutze, immer dann, wenn ich unterwegs bin, dort Bilder mache. Ich habe auch schon mal über Chemnitz mal versucht, in gewissen Grad flächendeckend die Stadt abzubilden oder auch Görlitz. Aber das ist natürlich immer mit zusätzlichem Aufwand verbunden und zusätzlichen Kosten. Ja, so viel. Zu den Sorgen, die da mit JOSM und Speichern und so hochkamen. Ich meine, das ist ja Open Source, wir sind am Arbeiten dran und im Moment ist es halt so, dass die meisten Luftbilder kommen halt von Bing und man hat ja gesehen, die Karten waren kaum freigegeben, es hat irgendwie 2 Wochen gedauert und da waren die allergeilsten und besten Plugins da. Wenn wir Material haben und Leute Spaß dran haben, das zu georeferenzieren, dann dauert das 1-2 Wochen und wir haben das beste Plugin zum Luftbilder-Georeferenzieren überhaupt in JOSM und dann sind auch die Probleme mit dem Speichern vergangen. Man muss mit den Leuten dann reden. Und wenn die auch was davon haben, also es auch selber nutzen können, dann ist das, denke ich, relativ schnell gemacht. Nur da fehlt es vielleicht einfach auch ein bisschen an der Kommunikation. So, ist da meine Region dabei? Kann ich damit was anfangen? Wo kriege ich die Bilder her? Und dann ist auch die Motivation nicht da, das für irgendwen mal irgendwo zu bauen. Wenn das für jeden so mal ersichtlich ist, dann gibt es da bestimmt auch Leute, die sich hinhocken und da gute Plugins bauen, die das dann nochmal vereinfachen. Deswegen auch heute der Vortrag und deswegen der Link auf dieser Webseite. Nächste Kaffeepause und